Ein gesundes neues Jahr wünscht Ihnen die gesamte Brisant-Redaktion heute an diesem ersten Brisant-Tag im neuen Jahr. Auf das 2018 noch mehr packende und auch skurrile Geschichten hat für Sie. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Jahreswechsel. Und apropos, nicht alle finden das, was die folgenden Wasserratten noch ein bisschen gearbeitet werden, wie ich finde. Ja, und während die einen viel Spaß und Freude hatten, war für die anderen Neujahr bzw. die Silvesternacht eine Tragödie. In Salzgitter soll ein 68-jähriger Mann ein 12-jähriges Mädchen angeschossen haben. Sie wurde schwer verletzt. Über die Hintergründe weiß man noch wenig. Sichtlich geschockt äußerte sich jetzt der Vater des Mädchens. Schon beworfen und auch mit Schusswaffen bedroht. Stimmt allerdings. Löcherig wie ein Schweizer Käse und Tag der offenen Tür. Ja, solche Vergleiche muss sich derzeit die JVA Plötzensee in Berlin anhören. Das neue Jahr beginnt nämlich mit ähnlich schlechten Nachrichten, mit denen das alte zu Ende gegangen war. Erneut sind Häftlinge aus dem Gefängnis Plötzensee entkommen, diesmal aus dem offenen Vollzug. Einer ist aber bereits wieder zurückgekehrt. Erst vergangene Woche hatten sich 5 Kriminelle den Weg in die Freiheit gebahnt. Bei unserem nächsten Fall werden wohl viele Verständnislose mit dem Kopf schütteln. In der Silvesternacht stürzten 2 Brüder im Alter von 6 und 9 Jahren aus dem 2. Stock eines Mehrfamilienhauses und verletzten sich schwer. Ja, und das war kein Unfall. Nein, der Vater der beiden soll sie gezwungen haben zu springen. Er war wohl schwer angetrunken. Es wird jetzt tierisch bei uns. Der stolze Schwan, der über einen See gleitet, so stellt man sich wohl eigentlich diese Tiere vor, zwischen Schloss Hohenschwangau und Neuschwanstein, wo man genau das auch erwarten würde, bietet sich derzeit aber dieses Bild hier. Schauen. Den Menschen liegt dies sehr auf der Seele. Das waren die Worte von der Pfarrerin bei diesem Gottesdienst in Kandel in der Südpfalz. Bei dieser Messe waren unter den 350 Gästen auch Politiker, um einer 15-Jährigen zu gedenken. Sie wurde nach Weihnachten in einem Drogeriemarkt erstochen. Bei dem Täter soll es sich um ihren Ex-Freund gehandelt haben. Diese Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Und morgen dann auch mehr bei uns in der Sendung dazu. Es wird prominent jetzt und royal. Die Schweden lieben ihr Königshaus so rum. Vor allem Kronprinzessin Victoria verzaubert die Massen mit ihrer kleinen Familie. Die Menschen wollen nahezu alles wissen. Wie funktioniert die Ehe mit Daniel so? Wer hat die Hosen an? Und überhaupt, ist das nicht ein bisschen zu stressig mit all den Terminen und Verpflichtungen, die ein Blaublut so hat? Auf all diese Fragen gibt es jetzt Antworten in einer Doku. The same procedure as last year, so könnte man den Auftritt von Superdiva Mariah Carey auch dieses Silvester am New Yorker Times Square nennen. Wir erinnern uns mal kurz, liebe Zuschauer. Vergangenes Jahr hörte sie einfach auf zu singen wegen diverser technischer Probleme. Und dieses Jahr, nun ja, diesmal gab es ziemlich viel Wind um eine oder besser gesagt keine Tasse Tee. Was da passiert ist gleich und jetzt erstmal ein Teechen, würde ich sagen. Ich habe ja einen. Genug Tee getrunken jetzt. Was war denn da los? Der Silvesterauftritt von Roberto Blanco in der ARD-Silvester-Show sorgt ja gerade für so einigen Wirbel. Wo war er denn so mit seinen Gedanken, gab es da zu hören. Es ging um seinen Klassiker. Ein bisschen Spaß muss sein. Da waren wohl einige Yes und Jos zu viel. Aber kann man diesen Text, den man seit 45 Jahren singt, einfach so vergessen? Alle wollten eine Erklärung. Wie auch immer die ist, Fakt ist, ein bisschen Spaß muss sein. Jetzt zu diesem Mann hier. Beruflich treibt sich Herrn Siegel meist am Wilden Kaiser rum, wo er den Bergdoktor dreht. Privat findet man den Schauspieler am Ammersee, wo er die Ruhe genießt. Und akustisch findet man Herrn Siegel jetzt als Sprecher der guten alten Reklamhefte. Die können dann vor allem im Schulunterricht eingesetzt werden, aber als Hörbuchgenuss. Und irgendwie passt das auch zu Herrn Siegel, denn der Schauspieler studierte sogar Lehramt.